Dass Sie da sind im Stadion an der Lohmühle. Der FC Schalke 04 testet also beim Viertligisten, beim VfB Lübeck. Das Ganze, man sieht es, ohne Corona-Beschränkungen. Das ist in Schleswig-Holstein erlaubt. Also von Bundesland zu Bundesland gibt es ja immer da diese großen Unterschiede. Man dürfte die Hütte hier und heute voll machen. So, Elke Robert Karben, das ist der Schiedsrichter der heutigen Partie und ja, wir schauen mal, wie die Platzwahl ausfällt. Schalke 04, zuletzt richtig gut drauf in Liga 2. Ja, das ist die Mannschaftsausstellung. Gastgebern. Schalke 04, Dimitrios Gramotzis lässt mit einer ganz ordentlichen Mannschaft hier spielen. Also, da sind schon durchaus sehr, sehr namhafte Akteure mit dabei. Es wird dann logischerweise später dann auch nochmal richtig durchgewechselt, wie das für ein Testspiel sich so gehört. Ja, und in der zweiten Liga nochmal. Also, da stehen sie tatsächlich echt stark da. Sie sind aktuell Vierter nach diesem überzeugenden Sieg zuletzt gegen den FC Ingolstadt. Ein Punkt hinter Paderborn auf Platz 3, 2 Punkte hinter Jan Regensburg auf Platz 2 und 3 Punkte hinter dem FC St. Pauli. Das ist... Es muss eigentlich Ecke geben. Und die gibt es auch. Nein, es gab Abstoß. Da, glaube ich, haben sie nicht ganz korrekt hingeguckt. Bin gespannt. Ciapa. Zehn Minuten nur bis zur Pause, so ein Querpass am eigenen Strafraum, nicht die allerbeste Idee. Ja, und wieder ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung beim VfB Lübeck. Bülter! Tolles Tor, 1:0, Schalke 04. Vorausgegangen der Fehler in der Vorwärtsbewegung beim VfB Lübeck und dann... Macht das Bülter natürlich ganz, ganz stark. Drei Tore in dieser Saison schon gemacht. Bülter hier mit einem kleinen Tänzchen. Der Gegenspieler kommt nicht in den Zweikampfgruppe. Der dazu sehr zögert. In die Innenseite freigibt. Und das ist Samstag, 23.10. übrigens, live bei Sport 1 ab 19:45. Der nächste Einsatz der Schalker, die jetzt das 2:0 machen. Was macht denn Schmidt? Der Torwartfehler, jetzt habe ich ihn so gelobt. Und dann macht er den Fehler und ermöglicht Schalke das zweite Tor an diesem Abend. Eieiei. Jetzt hat das... Und dann lässt er den Ball wieder los. Gegen Pieringer. Aber der ist nicht der Torschütze. 35. Hahnrad in der 84. Spielminute. Die Torschützen-Lübeck hat sich teuer verkauft. Jo, das hat's.